Lirikin und herzlich willkommen hier zurück bei Car-Mechanik 2015. Ja, Auto-Werkstatt 2015. Weil wir holen unseren nächsten Auftrag. Wir haben das letzte Mal ein Tapeblatt gekauft. Joho. Repariere alle Fehler am Fahrwerk, Routineüberprüfung und Reparatur des Fahrwerks. Ja, Auftrag annehmen. Ach ja, ich habe noch irgendwas. Da muss ich irgendwie an die Rollding gehen. Dann fahren wir da mal eine Runde und gucken mal, ob das was wird. So, verlassen. So. Teststrecke, alte Fabrik, da müssen wir wahrscheinlich hin. Genau. Und dann schauen wir mal, wie das ausschaut. Teststrecke. Beschleunigen. Dann schauen wir mal. Stehen bleiben oder was? Nee, da rein glaube ich. Ah nee, muss in dem Bereich stehen bleiben. So, haben wir geschafft. Irgendwas, das hat nichts mit dem Spiel zu tun, sondern. So, ups. Aha. Jetzt weiß ich, was kaputt ist. Stabilisator, Koppelstange vorne. Ah. Okay. Man kriegt dann einen Bericht. Ah, das ist doch eine coole Sache. So, und die komme ich da raus. Jetzt schauen wir mal, was mir gesagt wird, was ich da machen muss. Aha, aber da wird mehr angezeigt. So. Hintere Radnabe, hinterer Querlenker oben. Okay, dann holen wir uns. Ach nee, genau. Das ist ja das Coole. So, man geht jetzt hier rein. So, man sieht jetzt, was man braucht. Und mit T ruft man das Tablet auf. Und dann gehen wir dahin. Autoteile, Fahrwerk. So, jetzt gehen wir raus. Jetzt schauen wir mal. Hintere Radnabe, hinterer Querlenker oben. Hintere Radnabe. Hintere Radnabe. So, hinterer Querlenker oben. So, was braucht man noch? Stabilisator, Koppelstange vorne A, unterer Querlenker, vordere Achsschenkel. Also Koppelstange vorne A. So. Koppelstange vorne A. Und dann unterer Querlenker war das, oder? Unterer Querlenker und vordere Achsschenkel. Achsschenkel, oh. Genau. Unterer Querlenker. Und Achsschenkel. Vorderer Achsschenkel. Vorderer Achsschenkel A, glaube ich, oder? Jo. Dann haben wir den hier. Und dann haben wir jetzt alle Teile dafür. Und dann kann man nämlich das Fahrzeug jetzt hopp. Und ab. Wer hat denn da schon wieder Öl verschüttet? Wer hat da Öl verschüttet? Macht das weg. Wo ist ein Ölbinder? So, jetzt machen wir erstmal. Eine Überprüfung von den Teilen. So, hier der obere. Okay. Und welcher hinterer ist jetzt von der Radnabe? Die sehen wir jetzt leider nicht. Warte mal, außer von außen, wenn wir Glück haben. Nee, sehen wir nicht. Also das heißt, wir müssen jetzt eh den Reifen erstmal wegbauen hier. Dann sehen wir da bestimmt hin. So. Mal schauen. Bremsscheibe. Ne, also da ist alles okay. Die Radnabe ist okay. Dann können wir das dann gleich wieder zusammenbauen. Jetzt müssen wir erstmal den Querlenker wegmachen.
Dann ist die Radnabe auf der anderen Seite kaputt. So, wieder zusammenbauen. Hier, hier. So. Dann die Bremsscheibe wieder drauf. Hopp. Dann Bremsbeläge drauf. So, und dann können wir die Radnabenabdeckung wieder reinmachen. Und dann haben wir die Seite schon. So, dann gehen wir mal auf die andere Seite rüber. So, machen wir dich mal weg hier. Ah, da sehen wir schon Rost. Ich glaube, hier haben wir es. Ja. Ja, ja, da seht ihr euch das an. Komplett verrostet. So. Dann können wir wieder zusammenbauen. Was? Habe ich da gleich mehrere gehabt? Ich habe doch nur eine gekauft. Habe ich noch eine auf Reserve gehabt wahrscheinlich. Da muss ich das nächste Mal gucken. So. Dann Reifen wieder drauf. Und dann geht's an die Vorderseite. Gut. Jetzt schauen wir am besten mal. Ah, hier haben wir der, hier ist der untere Ding, Querlenker schon kaputt, das sieht man schon. Und hier ist der Schenkel im Arsch. Okay, dann schauen wir jetzt erstmal, ob wir hier. Ja, und die Querstange ist hier auch im Arsch. Okay, gut. Das heißt, ihr baut jetzt hier erstmal alles auseinander. So. Zuerst muss Antriebsachse raus. Da darf man natürlich jetzt schon ein bisschen rumschrauben hier. So, dann müssen wir jetzt, um das entfernen zu können, muss hier noch das Zeug alles weg. Ja, das muss weg. Die muss man eh erneuern. So, jetzt kann man das. Ach, die Abdeckung hätte ich gar nicht weg. Doch, muss weg, genau. So, dann hauen wir hier das noch weg. Und dann. Das ist zum Beispiel auch was, wo schade ist, weil normalerweise im Bereich des so, wenn man das, muss man gar nicht ganz wegmachen, sondern wir haben wie das früher in der Werkstatt gemacht, diese Schraube gelöst. Dann einfach mit dem Stemmeisen hier unten rein und fumm nach unten gezogen und dann war das offen und dann war das weg. Aber hier muss man es leider alle Schrauben wegmachen. Damit man das erneuern kann. So, jetzt bauen wir die Seite gleich wieder zusammen. So, dann machen wir den unteren wieder ran. Ach nee, den brauchen wir gar nicht. Das ist der verkehrte. Das ist der verkehrte. Nochmal. Der neue gehört auf die andere Seite. So, dann hopp. Machen wir dich wieder fest. So, da bist du dran. Koppelstange. So, dann haben wir dich gleich wieder drauf. Und dann haben wir dich soweit. Halt, du kommst noch ran. So. Und dann bauen wir die Bremsen, die ganze Seite gleich wieder zusammen. Radnabe rein. Dann die
Achse. So, Bremsscheibe. Bremsschlitze. Bremssattel. So, dann haben wir diese Seite schon wieder fertig. Und dann machen wir noch auf der anderen Seite den Querding rein. So, da haben wir das hier. So, dann müssen wir jetzt noch dich. Da ist das gleiche. Da muss man jetzt, obwohl ich glaube, da reicht, wenn der Reifen weg ist. Jo, reicht, super. Gut. Dann wieder komplett festbauen alles. Na, da sind neue Teile drin, der gute Mann. In seinem Auto. Gut, dann überprüfen. Jo, alles da und fertig. Gut, dann haben wir das. Und das war's dann auch schon wieder. Ja, ich werde immer so ein Auto fertig machen, gerade bei solchen größeren Aufträgen. Später wird es vielleicht zwei Folgen aus einem Auto, aus einem Auftrag, damit es nicht zu viel wird. So, dann danke ich erstmal fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.